Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal erklären, wie die Netto-App an der Kasse funktioniert, sprich wie wir eben bei der Netto-App unseren Code scannen können. Erst einmal ist es sehr, sehr wichtig, dass wir im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten haben, wie wir mit der Netto-App Geld sparen können. Und zwar gibt es einmal die Angebote und die Coupons. Die Angebote finden wir bei der Netto-App unten in der Leiste an zweiter Stelle. Und wenn wir da einfach einmal draufklicken, dann sehen wir hier schon alle aktuellen Angebote. Ihr seht es, es sind tatsächlich auch einige und mit sehr vielen Angeboten kann man hier tatsächlich auch relativ viel Geld sparen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch unsere exklusiven Coupons. Die finden wir unten in dieser Leiste an vierter Stelle und wenn wir da einmal draufklicken, dann sehen wir hier schon einmal eine Übersicht mit den Coupons, die es eben gerade gibt. Ihr seht es, teilweise können wir hier sogar 50% sparen, teilweise eben 10 Cent auf verschiedene Artikel mal 1 Euro. Das Gute hier bei der Netto-App ist aber, dass diese Coupons, also sprich alle, die es gerade gibt, automatisch aktiviert sind. Nicht also wie beispielsweise bei der Lidl Plus App, dass wir die jeweiligen Coupons dann vorher noch aktivieren müssen, damit wir dann tatsächlich an der Kasse auch Geld sparen können, sondern diese Coupons sind tatsächlich schon alle aktiviert. Sprich, wenn wir einen dieser Artikel kaufen und dann an der Kasse unsere Netto-App scannen, dann sparen wir eben automatisch. Wie das Ganze jetzt funktioniert, ist im Prinzip wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar können wir unsere Netto-App ganz einfach scannen, indem wir unten in der Leiste einmal genau auf den mittleren Punkt klicken. Ihr seht es, der ist auch so ein bisschen hervorgehoben. Bei mir steht da eben gerade auch bezahlen. Wenn wir da einmal draufklicken, dann können wir entweder auch direkt mit der Netto-App bezahlen und natürlich zusätzlich noch unsere Angebote und Coupons verwenden. Wie das funktioniert mit dem Bezahlen, habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch gerne nur eure Coupons und die Punkte verwenden. Das ist natürlich euch überlassen. Wenn ihr eben auch mit der Netto-App bezahlen wollt, dann müssen wir hier zusätzlich noch einmal unsere jeweilige PIN eingeben. Das ist einfach so eine Art Sicherheitsmechanismus. So oder so haben wir dann hier eben einen QR-Code, darüber auch nochmal eine vierstellige Zahl. Und diesen QR-Code können wir dann an der Kasse ganz einfach scannen. Ihr seht es, außerdem sehen wir darunter auch nochmal, wie viele Coupons wir gerade aktiviert haben. Das Einzige, worauf ihr sonst noch achten müsst, ist, dass ihr eben hier oben über dem QR-Code sozusagen eure richtige Filiale ausgewählt habt. Da seht ihr dann auch nochmal die Adresse von der jeweiligen Filiale, die ihr eben gerade ausgewählt habt. Falls ihr aber jetzt in einem anderen Netto-Laden einkaufen solltet, dann müsst ihr hier die Filiale noch einmal ändern. So einfach können wir also bei der Netto-App unseren Code an der Kasse scannen. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann lasst mir sehr gerne einen Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.